Ich als Pumper habe versucht, in 30 Tagen zum Seilchenspringen-Profi zu werden. Ich konnte es nicht glauben, das ist das Ergebnis. Vor allem am Anfang, wenn man die Technik noch nicht besitzt und auch keine gute Ausdauer hat, ist Seilchenspringen das Härteste, was man sich vorstellen kann. Um meine Fähigkeit und meine Kondition zu verbessern, habe ich jeden Tag in meinem Garten geübt. Obwohl ich Fortschritte gemacht habe, war ich teilweise echt frustriert, weil Sachen nicht geklappt haben. Ich wollte einfach zu schnell zu viele Tricks können. Aber diese Wut habe ich dann wieder umgewandelt, um noch mehr Motivation zu haben. Natürlich hat sich das auch auf meinen Körper ausgewirkt und ich hatte Schmerzen in der Achillessehne und an den Beinen. Es ist Halbzeit. Heute ist der 15. Tag und wir schauen uns mal an, was ich so geschafft habe. Guckt euch an, Leute, guckt euch an. Ja. Und hier seht ihr meinen Fortschritt direkt im Vergleich. Ihr seht schon, wie viel leichter mir das Ganze fällt. Ich für meinen Teil werde auf jeden Fall noch weiter durchziehen, um mir noch mehr beizubringen. Vor allem in einer Diät ist das auch ein super Mittel, um gut abzunehmen. Also Leute, was soll ich als nächstes probieren? Schreibt es gerne mal in die Kommentare.